Wenn es etwas gibt, was alle möglichen Bergsteiger anzieht, dann sind das wohl Hochtouren. Ganz grundsätzlich liegt das wohl an dem spannenden Faktor der Gletscher. Sie wirken so unberechenbar, so gefährlich, so imposant und ausladend. Machen wir dieses Mysterium zu einem einfachen Beitrag in der heutigen Episode des Hochtouren-Grundlagenkurs. Fangen wir also noch in diesem jungen Hochtourenkurs gleich mal mit den Gletschern selbst an, bevor wir uns dann mit Bewegungstechnik, Rechnungstechnik und Co. in den folgenden Episoden beschäftigen. Damit können wir nämlich das ganze Thema etwas entschärfen und einfacher gestalten. Im Folgenden breche ich euch alles möglichst aufs Einfachste herunter, damit auch das Wichtigste am Ende hängen bleibt. Ein Gletscher ist im Grunde nichts anderes als eine sich über Jahre entwickelnde Aufschichtung von Schneemassen, die sich dann dementsprechend verdichten. Diese Verdichtung führt dann zu dem Gletschereis. Grundsätzlich spricht man bei Gletschern von zwei Zonen, dem Nährgebiet auf der einen Seite und dem Zehrgebiet auf der anderen. Im Nährgebiet fällt immer wieder Schnee, die Schneemenge nimmt also unterm Strich zu. Wie hoch dieses Nährgebiet liegen muss, hängt vom Standort ab, da es in manchen Regionen wärmer oder kälter ist. Unter diesem Nährgebiet beginnt das Zehrgebiet. Hier ist es grundsätzlich zu warm, um über die Zeit ausreichend neue Schneemassen anzuhäufen, sodass der Gletscher kleiner wird und sich bewegt. In Form der Gletscherzunge in diesem Fall. Je steiler die Hänge und je größer die Gletscher sind, desto schneller bewegen sie sich auch. Aus Sicht eines Alpinisten sind es vor allem die Gletscherspalten, die so spannend und einschüchternd wirken. Zu Recht. Würde man ohne Sicherheitsausrüstung in eine Gletscherspalte stürzen, hat man keine guten Karten, es zu überleben und noch viel schlechtere, es alleine wieder rauszuschaffen. Deshalb sollte man sich als Hochtourengeher immer gut mit diesen Themen auseinandersetzen, um die Gefahren gut zu kennen. Grundsätzlich treffen wir in den Alpen auf vier Arten von Gletscherspalten. Querspalten, Längsspalten, den Bergschrund und eine Randkluft. Gefährlich sind sie allesamt. Aber unterschiedlich häufig. Doch dafür muss man verstehen, wie so eine Gletscherspalte überhaupt entsteht. Der Gletscher ist immer in einer gemütlichen Bewegung. Gleitet der Gletscher nun über Unebenheiten, also Felsabbrüche, Erhebungen, Vorsprünge und Co., dann entstehen Spalten. Er reißt auf, er bricht richtig auf an manchen Stellen. Ob er das tut oder wo er das tut, das kann nur in den wenigsten Fällen von außen gesagt werden, da das Gelände unterhalb des Gletschers ja nicht bekannt ist. Doch in der eben genannten Beschreibung durch diese Felsvorsprünge und Co. wäre die häufigste Spaltenform wohl die Querspalte. Wenn die Gletscherzunge durch eine Verengung läuft und dann etwas weiter im Tal wieder Platz bekommt, dann können durch die Verbreiterung des Gletschers auch Längsspalten entstehen. Der Bergschrund ist eine Spalte zwischen Toteis und dem Gletscher, also bei einer vereisten Steilwand, die an einen Gletscher angrenzt beispielsweise. Die Randkluft wiederum ist eine Spalte zwischen Gletscher und Fels. Da schmilzt durch den wärmenden Fels immer wieder eine Spalte zwischen Gletscher und dem Berg. Besonders gut kennen das die meisten wohl von der Zugspitze. Kurz erwähnen möchte ich auch noch die Randspalten, die entstehen an den Ausläufern der Gletscherzunge, da sich die große Masse in der Mitte der Zunge etwas schneller bewegt als die Randbereiche und somit reißt auch hier das Eis wieder auf. Warum ist das wichtig zu wissen? Naja, wenn wir vor einem Gletscher stehen, über den wir drüber müssen, dann sollten wir zumindest grob einschätzen können, wo wir gemütlich unterwegs sein können und wo jeder Schritt mit Bedacht getätigt werden sollte. Wir können die ganze Zeit mit der großen Angst des Spaltensturzes umherwandern. Das führt zu einer unglaublich eingespannten Tour und Gott sei Dank müssen wir das auch nicht, weil wir zumindest grob einen Gletscher ganz gut lesen können. Am einfachsten geht das natürlich, wenn der Gletscher komplett aper ist, also blank. Dann liegt kein Schnee mehr drauf und man sieht das Ausmaß der Spalten. Dann muss man sich auch keine großen Gedanken mehr um große Überraschungen machen, sofern er vollständig blank ist. Und wenn man einen blanken Gletscher mal sieht, erkennt man auch das Muster ganz gut, welches bei den verschneiten Gletschern genau gleich gilt. Je steiler es am Gletscher wird, desto eher kommt es zu einer sogenannten Spaltenzone, in der viele Spalten das direkte Durchsteigen extrem gefährlich machen. Im Flachen ist der Gletscher relativ stabil, jedoch kann es hier, auch durch ungroße Unebenheiten beispielsweise, unter der Eisdecke trotzdem zu Spalten kommen. Wo der Gletscher breit ausfließt, trifft man immer wieder auch auf Spalten, die längs verlaufen, also Längsspalten. Außerdem möchte ich noch erwähnen, dass es dann an den Rändern des Gletschers oft die sogenannte Moräne gibt.
Diese Moränen sind im Endeffekt nichts anderes als die Altlasten des Gletschers, nämlich der ganze Schutt, der sich in der langsamen Fließbewegung des Gletschers löst und dann mitgerissen wird. Übrigens findet man den meisten Schutt gar nicht am Rand des Gletschers, sondern darunter. Das bedeutet auch, dass wenn der Gletscher eines Tages zurückwandert, dass sich enorme Gesteinsmassen freilegen und riesige Schuttfelder hinterlassen. Das führt uns auch direkt zum nächsten Thema. Der Klimawandel ist auf diesem Kanal kein strittiges Thema. Es gibt ihn. Punkt. Keine Diskussion. Und unter anderem die Gletscher sind ein toller Beweis dafür, denn sie werden signifikant kleiner. Und gerade seit wir Menschen nochmal ordentlich einheizen, werden sie noch viel schneller, noch viel kleiner. Das Interessante daran ist, dass wir an dieser Entwicklung erkennen, dass die Gletscher eigentlich unsere besten Freunde sind. Überall, wo wir Gletscher finden, sollten wir dankbar und zufrieden sein, nicht nur, weil es viele von ihnen bald nicht mehr geben wird, sondern weil sie sicher sind. Und wenn man über das ganze Thema Spaltenrettung, Gletscherspalten, Absturzgefahr und so weiter mal hinwegsieht, was nach den Gletschern bleibt, ergibt sich die These auch ganz gut. Denn was bleibt, sind instabile Felsmassen, Schutt, Geröll und Co. Und dagegen hilft auch kein Seil. Deshalb sollte es in unser aller Interesse sein, die Gletscher so gut es geht zu schützen. Das Problem ist nämlich auch, dass viele Trinkwasservorräte nur durch die Gletscher erhalten bleiben. Also geht es beileibe nicht nur um uns Bergsteiger, sondern um uns als Menschen. Maßgeblich beeinflusst wird das Thema Gletscher vom Schnee. Vor allem für uns Bergsteiger ist der Schnee Fluch und Segen zugleich. Liegt ausreichend Schnee, haben wir kein Problem, einfach schnurstracks in Richtung Gipfel zu marschieren, weil ja nichts im Weg steht. Der Fluch ist jedoch, dass unter unseren Füßen viele Spalten, Löcher und Co. lauern könnten, die bei einer instabilen Schneedecke definitiv eine Notsituation mit sich bringen können. Deshalb sollte man auch bei dicker Schneedecke nicht immer nur blind herumlaufen, sondern sich an den Spaltenzonen orientieren. Beim blanken Gletscher haben wir durch die Übersicht ein Plus an Sicherheit, aber bei komplexen Gletschern kann das schon mal in einer mühsamen Farce enden, da man sich in einem Labyrinth der Löcher wiederfinden kann. Deshalb sollte man pauschal nicht sagen, dass blank wirklich besser ist. Doch nur weil Schnee liegt, heißt das noch nicht, dass man auch sicher unterwegs ist. Das hängt nämlich von der Dicke, aber vor allem von der Tageszeit der Schneebrücken ab. Über den Tag, gerade bei gutem Wetter, wird es immer wärmer. Die Schneedecke schmilzt und wird sulzig. Dieses Phänomen ist völlig logisch, aber auch sehr gefährlich, denn dadurch wird die Tragfähigkeit der Schneedecke reduziert. Das führt am Ende alles dazu, dass die Schneedecke instabil wird und bei Zusatzbelastung einbricht. Wie man sich vor diesem Problem bewahren kann, ist ganz einfach. Neben dem Sondieren und Kontrollieren, was wir in einer anderen Episode besprechen werden, kann man das auch ganz einfach vermeiden, indem man mit der richtigen Geschwindigkeit vorgeht und vor allem die richtige Startzeit wählt, um vor den warmen Nachmittagsstunden schon wieder vom Gletscher herunter zu sein. Ein Punkt wird bei Gletschern immer unterschätzt, selbst von Leuten, die einem das Thema näher bringen wollen. Dabei ist es so offensichtlich. Die Veränderung des Gletschers. Der Gletscher bewegt sich vor allem im Zehrgebiet. Dabei bewegen sich natürlich auch Veränderungen im Gletscher einfach mit. Spalten können mit dem kompletten Gletscher einfach mitwandern. Sie wachsen nicht automatisch zu, nur weil sich der Gletscher aus der Spaltenzone rausbewegt. Außerdem entstehen durch die Bewegung auch wieder neue Spalten. Das alles ist aus einem Grund wirklich wichtig. Wir können uns auf altes Kartenmaterial nicht verlassen. Das liegt einerseits an der Schmelze der Gletscher, denn damit sind Gletscher auf älteren Karten immer deutlich größer als in Wirklichkeit, andererseits auch an der Dynamik des Gletschers und der Spalten. So braucht es mindestens aktuelles Kartenmaterial und selbst auf dieses sollte man sich nicht zu 100% verlassen und trotzdem selbst kritisch sein, wenn es um die Beurteilung der einzelnen Gebiete am Gletscher geht. Gletscher sind eine faszinierende Sache. Die Natur gibt mit ihnen ein ganz spannendes, neues Gelände vor, in dem wir Bergsteiger uns wohlfühlen können, aber auch durchaus lernen können, wie klein wir sind und wie schnell es eigentlich kritisch werden kann. Der Gletscher ist ein ausladendes Gebiet. Niemand kann sich vorstellen, ein Bett am Gletscher aufzustellen, aber er ist ein tolles Mittel zum Zweck, um verhältnismäßig sicher auf die Berge zu kommen. Denn je weniger, desto mehr Steinschlag und ganz neue Gefahren. Hat euch die heutige Episode des Hochtouren-Grundlagenkurses gefallen? Bedenkt bitte, dass die Inhalte hier völlig kostenlos sind, weil ihr es durch eure Unterstützung möglich macht. In diesem Sinne freue ich mich natürlich über einen kleinen Beitrag in Form von einem Kaffee.
Für weitere Hochtouren-Videos bitte unbedingt den Kanal abonnieren mit der Glocke daneben. Dann kommen die Videos in Zukunft auch immer bei euch an. Bis zum nächsten Mal wünsche ich wie immer eine wunderschöne Zeit und Berg halt.